Ich habe schon da los, sagt der DJ Nick, und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unseren großen Ambitionen, Big Ambitions hier in New York City. Ja, unglücklicherweise bin ich ein bisschen Kopfschmerz geplagt. Ich weiß, das interessiert euch überhaupt nicht. Und vor allen Dingen in New York, wenn du selbstständig bist, interessiert es erst recht keine Sau. Kopfweh, mei. Da muss trotzdem gearbeitet werden. Ja, sicher, der Rubel muss rollen. Ich bin jetzt noch im Pausenmodus. Ich habe, genau, den Laden habe ich noch geputzt beim letzten Mal. Und was mir jetzt eingefallen ist, wollte ich mir eigentlich schon, habe mir schon gedacht, ja, ab ins Bett und gut ist. Nein, so einfach ist es nicht. Denn folgende Sachen wollte ich euch erzählen. Zum einen arbeitet morgen unsere Holly nicht. Und es ist schon 1 Uhr nachts, das heißt, wir werden, und weil ich festgestellt habe, und das können wir da jetzt einmal schauen, wir sehen ganz klar, dass hier, kann man das gut verfolgen, dass abends schon mehr Leute kommen, oder so ab Nachmittag haben wir schon wesentlich mehr Verkehr. Das bedeutet, wenn wir am Wochenende jetzt selber arbeiten, hätte ich gesagt, wir machen, verschieben es ein bisschen nach hinten und ja, arbeiten so bis um 11 bis 21 Uhr. Finde ich soweit in Ordnung. Dann haben wir Samstag, kaufen die Leute dann am Nachmittag, denke ich, passt soweit. Machen wir dann am Sonntag auch. So, und am Montag gibt es dann wieder das volle Programm, so wie wir das gewohnt sind. Ich wollte natürlich dann schon irgendwann noch eine zweite Kraft einstellen und das wäre natürlich cool, wenn zumindest eine von diesen beiden am Wochenende dann arbeiten kann. Jetzt weiß ich nicht, inwiefern man das einstellen kann, das werden wir dann schon sehen. Das war die eine Sache jetzt. Okay, dass ich das jetzt nicht vergisst, dass wir morgen dann, dass ich morgen ins Geschäft gehe, in den Laden gehe und dann um 11 Uhr loslege. Ne? Darf man nicht vergessen. So, und die zweite Geschichte noch ganz kurz, bevor ich das jetzt unterm Rummodeln euch erzähle. Ich habe ja versprochen, dass ich noch, mir noch mehr Gedanken mache wegen den Donutladen. Ja, es sind einige Tipps von euch gekommen, gemacht doch irgendwas anderes auf und so weiter. Nein, mache ich nicht, ganz ehrlich. Ich habe mir das jetzt so eingebildet. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber zu dem Ganzen. Man braucht wohl, es gibt eine billige Kaffeemaschine, aber die ist nichts zum Business machen. Also die kann man sich daheim in die Küche stellen, aber so wie ich das mitgekriegt habe, kann man damit kein Geschäft betreiben. Das heißt, wir brauchen tatsächlich diese Industriekaffeemaschine und die kostet wirklich 15.000 Euro, Dollar. Also, boah, ich habe mir alles nochmal, wie ich euch das versprochen habe, gestern nochmal zusammengeschrieben. Ich habe das, was ich aufgezählt habe, da haben mir nicht nur ein Tisch hat noch gefällt und die Stühle haben noch gefällt. Und dann muss man ja noch sich einen Lagerbestand, den wir hier jetzt im Geschenkartikellager sehen, einen Lagerbestand auch noch auf irgendwie anschaffen. Und dann bin ich alles summa summarum auf ungefähr 25.000 Dollar gekommen. Ja, und da kann man sich jetzt mal Gedanken machen, ob man es eben so macht, dass man wartet, bis man diese 25.000 auf der hohen Kante hat, was bei uns gar nicht mehr so lange dauern wird. Oder ob man halt echt irgendwie eine andere günstige Lösung findet oder vielleicht doch erst nochmal einen Geschenkeladen aufmacht. Da haben wir noch Zeit dazu, uns das eingehend durch den Kopf gehen zu lassen. Und ich schlafe jetzt, bevor er uns zusammenklappt. Und bis um 9 ja, muss jetzt reichen. Wann? Um 11 machen wir auf. Dann hau dich jetzt mal hin. Alles klar, das muss jetzt mal lange, jetzt wird aber nicht gespult. Ich tue doch noch mal was essen, sicherheitshalber, dass er auch durchhält den ganzen Tag. Und gehen in unseren Laden und machen das. Und solange wir an der Kasse gehen, können wir weiter quatschen. Es ist bereits alles sauber, es ist nicht aufgefüllt, weil die Holly nicht gekommen ist, aber es sollte eigentlich für heute definitiv reichen. Na gut, die preiswerten Blumen können wir jetzt ganz kurz einmal schnell aufladen. So. Die reichen noch dicke. Da sind wir eh ein bisschen zu früh da, macht aber nichts. Da weisen wir uns selber zu. Und war erledigt. Da, also nochmal ganz kurz auf das Thema zurückzukommen. 25.000, summa summarum ungefähr, mal 1.000 Dollar hin oder her, werden wir schon brauchen. Für die ganze Einrichtung,
für die Kaffeemaschine, die 15.000 kostet. Einen Kaffee verkauft man ungefähr für $3, habe ich gelesen. Also braucht man, muss man 5.000 Kaffee verkaufen, um nur die Kaffeemaschine wieder reamortisiert zu haben. Das ist natürlich schon eine gute Leistung. Es dauert also ein bisschen. Ja, muss man sich überlegen. Und ich würde es trotzdem gern machen. Ja, total Chaos. Aber ich würde es trotzdem gern machen. Das wiederum, zum A, müsste man ein bisschen Geld sparen noch. Und das Zweite, das wiederum geht natürlich nur, wenn unser Geschenkeladen dann absolut autark läuft. Zumindest was das Personal und das Putzen angeht. Die Waren einkaufen im Großhandel, das werden wir noch selber machen müssen. Man kann aber, es gibt eine Möglichkeit, man kann diese Sachen auch bestellen. Es geht tatsächlich, die werden geliefert ins Regal, das kostet aber schon allein das Bestellen, kostet, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, die Lieferung kostet $1.000. Also es ist ein zweischneidiges Schwert, weil dann verdient man ja noch weniger. So viel verdient man ja jetzt eigentlich auch gar nicht. Na, das ist immer das. Gut, und jetzt haben wir schon. Wunderbar, 11 Uhr, die ersten Leute kommen schon. Können wir uns das einmal in Ruhe anschauen. Ja, also da bin ich noch ein bisschen am Hin und Her überlegen. Grundsätzlich, seit dem Strategiewechsel habe ich gesagt, nichts. Es wird voll reingebuttert und es wird erst einmal geschaut, dass man ordentlich Geld verdienen und dass alles autark läuft, soweit es irgendwie geht. Und das heißt jetzt kurzfristig erster Schritt Putzfrau, dann eine zweite Person noch einstellen, damit auf alle Fälle der ganzen Tag mal der Laden läuft, weil dann können wir uns eben fixieren auf einen neuen Laden und wenn wir jetzt einen Donutladen aufmachen, uns da selber reinstellen. Das ist immer das Wichtigste. Dann kann man da eventuell auch ja, die Leute dann nebenbei ausbilden lassen. Auch das kann man übrigens, die Ausbildung kann man auch automatisieren. Ja, es geht alles. Man muss noch ein bisschen Geduld haben. Also, durch das, dass die Sendungen halt leider immer nur eine halbe Stunde lang sind und wir sind jetzt in welcher Folge? 14? Also, das heißt, wir sind gerade so 6, 7 Stunden am Machen. Da muss man schon ein bisschen Geduld haben. Aber ich habe es überhaupt nicht eilig. Mir macht es total Spaß, langsam emporzusteigen. Ich meine, wenn man jetzt rückwirkend schaut, was haben wir schon alles geschafft? Wir haben mit $25.000 angefangen, haben gar nichts gehabt. Wir haben einen eigenen Laden jetzt mittlerweile mit Mitarbeitern. Haben schon wieder 13.000 auf der hohen Kante und ja, so kann es weitergehen. Das heißt also, denn gar nicht lang rum und spulen die Zeit vor, damit halt auch ein bisschen was vorwärts geht. So, der Abend ist erreicht. Wir sind morgen auch nochmal alleine im Lager, im Haus und schnappen uns unser Putzding und den einmal schnell durchputzen. Und was mich wundert ist, wo bleibt denn eigentlich die Putzfrau? Die müsste doch eigentlich auch schon jetzt ausgebildet haben, wieder eine Stufe. Es gab da ein bisschen unterschiedliche Meinungen, ob die gute Frau tatsächlich 100% haben muss, also was das Putzen angeht, oder der Herr oder die Dame, die wir dann, jetzt haben wir in dem Fall eine Dame eingestellt, aber es kann natürlich auch ein Putzmann sein. Und ob der wirklich auf 100% sein muss, weiß ich nicht genau. Machen wir aber so. Weil wenn, dann machen wir es gescheit. So, alles klar. Ab nach Hause. Wir haben nicht viel zum Tun. Wir können noch ein bisschen Fernsehen. Essen brauchen wir noch nicht. Schauen wir noch ein bisschen Fernsehen. Bis um 2. Wann fangen wir an? Um 11. Ja, dann passt es. Ja, hätte ich jetzt gesagt. Wow. Moment einmal. Moment, haben wir, also, es kann ja gar nicht sein, oder? Haben wir tatsächlich, das gibt es ja gar nicht, kommen wir da echt immer mehr, diesmal stimmt es mit dem Kundendienst, weil nur wir im Laden waren und wir haben nur 50%, aber es sind da echt zu viele Leute gekommen, oder wie? Also, wow, bin ich gleich ganz baff. Ja, wunderbar. Dann kommt der Tag, an dem wir einen neuen Laden aufmachen, umso schneller. Super. Essen, hinflacken, 10 Uhr, passt. Mehr haben wir im Moment nicht zu tun. Wir fokussieren uns erstmal wieder auf ein bisschen Geld und Umsatz. Bin begeistert. Also das darf ich mir jetzt gerne schon nochmal genauer anschauen. Machen wir hier.
Wahnsinn. Wir haben am Tag 41 tatsächlich 3600. Wow. Okay, ich bin jetzt ganz, ganz. Also, dass das gleich so einen Drift nach oben macht, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber gut. Ich meine, wir haben uns natürlich die 600 Euro für, na, was verlangt? Die 300 Euro für unsere Dollar, ich sage immer Euro, Entschuldigung, die 300 Dollar für unsere Mitarbeiterin gespart. Aber trotzdem ist es ja echt eine gute Masse. Okay, gut. Auf geht's. 10 Uhr, wir machen gleich auf. Wie schaut es denn aus? Teures Geschenk ist noch da. Preiswertes Geschenk reicht auch noch. Preiswerte Blumen. Ich schaue mal ganz kurz ins Lager hinter. Ja. Getränkedosen haben wir noch. 120, 130. Teure Geschenke haben wir noch. 91, 101. Preiswerte Blumen. Oh ja, preiswerte Blumen sind eigentlich so gut wie aus. Das bedeutet, wir werden demnächst schon mal wieder einkaufen müssen. Hilft ja nichts. Ah, Mann, das ist blöd. Da hätte man mehr Blumen kaufen müssen. 17 haben wir. Füll den mal bitte auf. 31, das ist der Rest. Mehr haben wir nicht mehr. Ja, ich bin schon da. Bin schon da. Bin schon da. Weil das andere schaut noch ganz gut aus. Da haben wir schon noch einiges. Weil man so ein Einkauf kostet ja wieder was 1500 die teuren Geschenke, 1000 die preiswerten und. Wenn wir nochmal zum Einkaufen und dann fällt uns gleich wieder kurz Geld. Aber das macht nichts. Das macht überhaupt nichts. Ich finde es spannend weiterhin. Gut, aber was ist denn jetzt eigentlich mit unserer Evelyn? Was ist denn da los? Trainiert die Fähigkeit Reinigung. Ja, aber wie lange dauert denn das? Das kann doch nicht so lange dauern. Mach mal. Mach mal ein bisschen schneller. Es spielt sich halt einfach anders, das fällt mir jetzt gerade so ein, in diesem Zusammenhang, wenn man allein spielt, also nicht so wie ich Aufzeichnungen macht, dann natürlich, dann sitzt man da, haut einfach mal 5, 6 Tage am Stück durch, das interessiert einen alles nicht, aber so will ich das ja nicht spielen, sondern ich will das ja eigentlich auch in gewisser Weise ein bisschen präsentieren und will ja ein bisschen Freude an diesem Rollenspiel haben. Ja, auch wenn die natürlich die Rollenspiel-Aspekte jetzt mehr als überschaubar sind, aber okay. Okay, Moment. Da hat sie eine Dame, die glaube ich steht jetzt die ganze Zeit schon da, das hat sie wohl ein bisschen, das hat sie wohl ein bisschen aufgehängt. Ja, mach nur weiter, hilft ja nichts. So, und wir gehen zum Ende der Schicht. Die Dame ist jetzt auch weg. Und jetzt haben wir das. Jetzt sind die preiswerten Blumen aus. Aber es ist Montag. Und jetzt schauen wir mal nochmal schnell. Mal kurz Pause. Was wir brauchen. Also, wir haben noch 130 Dosen Getränke. Das reicht eigentlich. Teure Geschenke. Haben wir noch 101. Das ist nimmer so viel. Na, halt, Moment, da haben wir auch noch 200. Ach, 300 teure Geschenke haben wir noch. Preiswerte Geschenke haben wir nur noch 90. Okay, also brauchen wir teure Geschenke eigentlich nicht, aber einen Karton. Preiswerte Geschenke und Blumen haben wir gar keine mehr. Und Papiertüten. Da haben wir hier noch 93, aber da sind an der Kasse, glaube ich, sind noch jede Menge, oder? Ja, da sind noch 800. Okay, gut. Dann heißt es für uns natürlich morgen mal schnell rüberfahren zum Shoppen.
So, Jenny, ich schaue ganz kurz, kontrolliere mal schnell. Zeitplan. Sonntag, morgen, Montag. Alles läuft wie gehabt. Holly kommt um 6 in der Früh. Okay, die füllt dann das Zeug selber auf. Wunderbar. Wir sind erst um 3 dran. Perfekt. Wir schauen trotzdem jetzt noch nicht so lang. Wir müssen zeitig aufstehen. 3 Stunden. Bis um 1, oder? Ja, reicht. 1400 ist mir was wesentlich weniger. Aber das liegt daran. Aber jetzt glaube ich, wenn ich die Zahl richtig gesehen habe, auch das muss ich nochmal schauen. Ja. Super. Das liegt daran. Genau, dass uns jetzt gleich wieder. Also, was war der Umsatz? 2600. 3200 war natürlich. War mal ein sauguter Tag, weil ja, meistens ist halt nicht immer gleich, es ist ja gut so, weil sonst war es ja Kinderfasching. Okay, ab in die Falle. Und reicht, 9 Uhr. Und dann gehen wir morgen in der Früh, gehen wir zum Einkaufen kurz. So schaut das aus. Ja, also 17.000, seid's mir nicht besser. Das ist jetzt schnell gegangen. Das ist jetzt echt schnell gegangen. Aber ich habe nicht geputzt, gell? Und ich sei. Ja, ich hab's Putzen vergessen. Das darf man nicht vergessen. Und schon, dass sauber ist. Ach ja, und dann. Übrigens. Ganz nett. Weiß ich nicht, ob ihr das letzte Mal mitgekriegt habt, dass ich ja noch irgendwie geschimpft habe, dass die Leute, die irgendwas sagen, aber bei dem Schnelldurchlauf habe ich nicht so genau lesen können, was die gesagt haben. Und ich habe mir das dann das Video nochmal angeschaut von gestern und dann habe mir gedacht, hey, super, die sind ja voll des Lobes, die haben dann nämlich voll gelobt da irgendwie. Okay, du und Besen weg, kommen die Leute schon, ja, wir haben keine Blumen mehr. Okay, alles klar, auf geht's. Dann sind wir dran, wo ist der Transporter, ab geht's. Haben wir mal wieder was anderes zum Tor. Wir müssen. Nein, ins Einrichtungshaus müssen wir nicht, wir müssen in den Großhandel. Der muss das Ziel festlegen. Nicht. Dann geht es halt so. So, okay. Aussteigen. Ah, nehmen wir uns gleich die, ja, logischerweise Sackkarre mit. So, also. Haben wir Bekleidung? Nein, das interessiert uns alles nicht. Wo waren denn die Blumen? Mal schauen, ich glaube, die waren da herum. Oh Mann, dass man das so schlecht sieht. Hier, preiswerte Blumen kosten 280, 40 Stück. Eieiei. 248, 40 Stück. 1, 2, 3, 4 Karton nehmen wir. Das sind 1000 Dollar. So, ihr habt gesagt, wenn ich das Auto anklicke, lädt er alle 4 automatisch ein. Okay, macht er tatsächlich. Okay. Ich nehme sofort alles zurück. Also danke für den Tipp. Ich weiß nicht, wer es war, aber super. Gefällt mir. So, jetzt preiswerte Geschenke haben wir gesagt, brauchen wir. Ja, dann nehmen wir halt gleich 2, oder? Ach so, das sind 200. Ja, mei. Dann nehmen wir 2, dann haben wir.
mal länger eine Ruhe und dann nehmen wir noch ein teures Geschenk. So. Dann haben wir jetzt echt wieder viel Geld ausgegeben. 3.600, fast 4.000 Dollar, Wahnsinn. Aber dann sollten wir echt unsere Ruhe haben. Gut, steig ein. Es geht eigentlich alles relativ intuitiv mit der Kasse. So, mit der Bedienung. Man muss sich nur drum wundern. 4.600 Dollar. Ja, mei, es hilft jetzt nichts. Ja. Immer. Da hast du dich so scheiße hinstellen müssen, oder? Mann. Hey Holly, schön, dass du da bist. So, Moment, und jetzt kommt der zweite Test. Einfach nur aufs Regal klicken. Tatsächlich. Okay. Ich habe letztes Mal alles einzeln eingerahmt. Meine Fresse. Ja, was? Ach. Verwalten. Erst die Sackkarre, dann den Rest. Das ist das, wenn wir dann zum Hudeln anfangen. So. Wir sind Holly, wir bringen noch was. Tatsächlich. Und die Sackkarre können wir einfach stehen lassen, oder? Ist die dann wieder später im Auto, hoffe ich doch. So, und jetzt schauen wir uns das mal nochmal an. Jetzt haben wir nämlich echt. Ja, gut. Papiertüten habe ich jetzt keine gekauft, aber die werden dann reichen. Also, wir haben 430 preiswerte Geschenke, Getränke habe ich jetzt keine gekauft, 120 Dosen Geschenke, teures Geschenk, jede Menge, 400, fast 500 teure Geschenke. Oh, ist schon drei, oder wie? Oh, ja, Wahnsinn. Ah, aber Holly hat noch die Regale aufgefüllt. Super. Bin schon da, bin schon da, bin schon da. Nein, wollte nicht die Kasse mitnehmen. So. Bin schon da. Wunderbar. So soll es sein. Wir haben nichts gegessen. Ach, Scheiße. Ich war nur kurz essen. Hat keiner mitgerückt. Ihr auch nicht, gell? Ich glaube, der gleiche Kunde war sogar immer noch da. So schnell ist das jetzt gegangen. Sau gut. Ja, hat uns jetzt natürlich vom Geld wieder zurückgeworfen. Aber, mei, da haben wir natürlich auch. Aber jetzt haben wir wirklich einen ordentlichen Bestand. Und der sollte ja jetzt einigermaßen reichen, einmal für ein paar Tage. Wunderbar. Nächstes Problem gelöst. Super. Freut mich. Und ich mache mal schnell vorspulen. Was ist jetzt mit unserer Putzfrau? Halt, sag ich noch. Pause, Moment. Nicht vorspulen. Evelyn, geh mal her. 54%. Mann, das ist ganz schön teuer mit dir. Also. Aber was man auch nicht vergessen darf, die ist ja jetzt nicht. Das ist ja, die ist ja nicht beschränkt auf den Laden. Ne? Also wir können ja dann die auch mit irgendeinem anderen unsere Läden dann irgendwann einmal einteilen. Das ist ja der Vorteil. Also
Einmal, wenn man die Mitarbeiter hat, gibt es eigentlich im Grunde fast keinen Grund mehr, die dann wieder zu entlassen. Braucht man immer. Irgendwo wird man es immer brauchen. Oh, sehr schön. Da ist ja richtig was los heute. Super. Sag ich's und dann kommt keiner mehr, gell? Ja, und jetzt lasse ich mal gerade, jetzt habe ich gerade so ein bisschen sinniert, so überlegt, wie das wie kurzfristige Pläne und so weiter, was war. Also, ich würde wirklich auf Art, das wäre mein großer Herzenswunsch, auf alle Fälle nach unserer Putzkraft, die wir jetzt noch einstellen, dann eben noch eine zweite Mitarbeiter einstellen, damit wir zwei Schichten fahren können. Dann, wow, also wir haben trotzdem ein super Geld verdient. Mal kurz Pause machen, weil ich habe jetzt gerade die Zahl gesehen, da war jetzt gleich ganz baff. 3.500, das ist ja mit eins der besten Ergebnisse, Umsatz haben wir gemacht. Und irgendwas erzählen wird, irgendjemand hat dann geschrieben, ja, Umsatz, Gewinn und nein, ist mir natürlich völlig klar. Umsatz ist das, was wir verdienen und minus den Ausgaben ist der Gewinn. Also so weit bin ich kaufmännisch dann Gott sei Dank doch schon gekommen. Gut, okay. Dann noch zu guter Letzt, wie immer, eine Putzarie. Und da bin ich jetzt auch froh, wenn wir das jetzt irgendwann einmal nicht mehr machen müssen. Aber jetzt haben wir ja eigentlich nichts zu tun morgen. Wir müssen nichts einkaufen und so weiter, haben keine Pläne. Deswegen können wir einmal wieder Fernsehen. Und ja, super. Also es wird... Bin ganz überzeugt, Zauberkeit 100 haben wir also schon. Oh, ablegen, ab nach Hause. Nein, du musst nicht mehr an die Kasse, wir sind fertig. De? Wie viel Zeit haben wir noch? Oh, ja, ein bisschen noch. Du was essen. Wollen wir noch Fernsehen? Na, machen wir morgen. Machen uns bis um 9 Uhr hin. Jawohl. 8 Stunden ist immer so gut. Da ist die Leiste, glaube ich, ganz voll. Haben wir 8,5 Stunden, darf mich mal interessieren. Ja, gibt es irgendwas zu beachten? Nein. So, 9:30, Leiste voll, Essen. Ja, sicherheitshalber. Geht auch ganz schön weg, Essen. Ein bisschen Fernsehen schauen. Bis um, wann machen wir auf? 3, es ist alles geputzt. Wir haben 4 Stunden Fernsehen schauen. Hört es ein bisschen länger an. Passt. Und weiter geht's zum nächsten Geld verdienen. Machen wir gleich nochmal eine Runde. Servus, Holly. Alles okay bei dir? Läuft's Geschäft? Ich warte draußen. Genieße noch die New Yorker Luft. Die letzte Stunde, bevor ich dann dran bin. Also da war ich jetzt echt wieder sehr zufrieden. Schauen wir nochmal gestern. Ja, super. Das ist doch perfekt. Das schaut doch echt gut aus. Mit der Sauberkeit bin ich immer unschlüssig. Wir putzen immer auf 100%. Das ist, wenn das halt im Laufe des Tages nachlässt, oder? Ist halt die Frage, ob man vielleicht sogar, das wäre ja total trashig, wenn man vielleicht sogar... Könnte man sich mal überlegen, schauen wir jetzt mal an beim Zeitplan. Man könnte natürlich, ja, ist die Frage, ob das sich so machen lässt, dass man Mittag eine Stunde zumacht, wo vielleicht wenig los ist und dann, aber Mittag ist nicht wenig los, 9. Das waren die Kundenanzahl der letzten Tage. Das ist schon recht ordentlich. Nützt uns aber nichts. Ja, Mittag eine Stunde zu machen und putzen.
damit mittags geputzt ist. Weiß ich nicht, ob man es jetzt so übertreiben muss. Wäre aber eine Möglichkeit, ja, durchaus. Also wäre auf alle Fälle eine Möglichkeit. Gut, okay, also wir kommen zum Ende. Wir sind die halbe Stunde schon wieder durch. Das bedeutet, aber wir bringen es jetzt noch zu Ende. Klar, so wie sich das gehört. Holly, auf geht's. Es gibt übrigens eine, Entschuldigung, es gibt übrigens eine neue Patchnote, auch also eine neue Roadmap vom Studio, vom Hogwarts Studio und was alles neu kommt. Und die Jungs, glaube ich, die haben ganz gut verdient. Also die haben nochmal richtig reingebuttert in die Roadmap, unter anderem auch also Zeit vorlaufen lassen und so weiter und so weiter. Es kommen nochmal viele coole Dinge, neue Geschäfte, die man eröffnen kann. Also das wird im Laufe des Jahres bestimmt noch recht spannend. Ich möchte das jetzt auf alle Fälle weiterspulen. Soweit es irgendwie geht. Und dann vielleicht so mal eins von vorn anfangen oder irgendwie so. Also im Moment macht es mir brutal viel Spaß. Es ist eigentlich, naja, Lieblingsspiel kann ich jetzt sagen. Ich liebe alle Projekte, die so auf meinem Kanal laufen, weil sonst würde ich es nicht machen. Aber das gehört im Moment schon, das macht mir schon am meisten Laune, das Ganze, muss ich ehrlich sagen. So, und jetzt zu guter Letzt, jetzt spielen wir noch vor, diese Schicht. Halt, achso, geht nicht, Mist. 3200 fast, super. Evelyn, mach du mal weiter. Haben wir die Ebold. Oh, und in der nächsten Folge hoffe ich dann, ich tue jetzt ohne euch putzen, dann müsst ihr euch den Irrsinn nicht anschauen. Und dann gehen wir ins Bett und dann hoffe ich, dass wir in der nächsten Folge vielleicht, bringen wir jetzt ein bisschen Tempo hinein, jetzt haben wir Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag sind wir dann alleine im Geschäft und dann hoffe ich, dass die Holly putzen kann. Dann teilen wir unsere Putzkraft mal ein und dann wird es spannend. Dann holen wir uns noch eine Mitarbeiterin und irgendwann läuft es jetzt dann schon autark. Und bis dahin sollten wir dann auch eventuell sogar das Geld beieinander haben für den, meinen heißgeliebten Donutladen. Ich bin gespannt. Danke fürs Zuschauen, sagt der DJ Nick. Merci mal wieder fürs Einschalten. Ich hoffe, es macht euch Spaß, das zu verfolgen. Bis wir irgendwann mal Milliardär sind. Oh Mann, ich flippe jetzt schon aus. Und dann werden Boote und Autos gekauft und teure Wohnungen und überhaupt. Affengeil. Bis zum nächsten Mal. Danke, sagt der DJ Nick nochmal. Lasst mein Abo und einen Daumen hoch da. Bleibt gesund. Wir sehen uns wahrscheinlich morgen wieder. Bis dann. Servus, pfiat euch.